Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft hier im Survival Mode. Und das letzte Mal wollten wir hier an den Säulen noch ein bisschen von dem Gestrüpp dran anbringen. Wollen wir gerade mal hier so ein so wollte ich das machen. Dass man hier so mal machen kann und so. Haben wir noch ein paar Fackeln dabei? Ja, 52 reichen gerade so, ne? Machen wir den mal hier gerade weg. Sollen wir vielleicht ein bisschen näher dran, dass wir ein paar erwischen. Damit wir hier direkt wieder das nächste machen können. Nicht wieder runterfallen, Junge. Nicht wieder runterfallen. Ach, da ein paar Enderman, ein paar Zombies. Aber bis jetzt haben sie uns noch nicht gesehen, zu unserem Glück. Wenn wir das jetzt da drüben gemacht. Ich glaube, die kommen auch nicht hier hoch. Außer die können sich hier hoch teleportieren. Ja klar. Natürlich ein einziges. Guck mal, da ist eine Fackel hin. Jo. Ach, ich bin so ein Waschlappen, Doofkopf. Ich lasse immer die Taste los. Ich glaube, so dick muss man das gar nicht da machen, was wir da fabriziert haben. Weil das sieht ein bisschen klobig aus. Das sollte es ja nicht sein. Geh weg, geh weg! Ja, ist mir egal, was er da unten anstellt. Hauptsache, du gehst nicht an unsere Sachen. Sonst werde ich gleich aggressiv. Aber nur ganz leicht. Mal lieber die Erde um hochzubauen. Mit dem Kies, weiß ich nicht. Vielleicht kann man da ja noch was mit anstellen. So, Xolm muss noch die Erde, die er da weggesprengt hat, der Affe. Ich hasse diese Dinger, ich weiß nicht. Für was sind die denn da? Zum Explodieren? Oder dass man sich DND herstellen kann? Oder hätten sie auch was anderes? Ich weiß nicht, was brauchen wir denn da ungefähr? Was braucht man denn für Sprengpulver? Wer bin ich denn, ne? Der sowas sagen kann.
hau mich gleich ins Gesicht. Ohne Vorwarnung. Diesmal. Wenn ja hier die Creeper schon rumlaufen, dann... Ich weiß gar nicht, wieso ich das jetzt gerade gemacht habe, aber... Irgendeinen Grund wird er schon gehabt haben. Wenn mir das gleich zu bunt wird, dann mache ich einfach den Flugmodus an und dann hat sich die Sache. Dann brauchen wir hier nicht 5 Stunden rum zu hampeln. Weil dann werde ich aggressiv, wenn ich hier 5-mal, 50-mal runterfliege und... Ja. Es wird langsam schon wieder hell. Das ist so, glaube ich, so wie, als würde man so das Gestrüpp vom Baum abmachen. Wenn man die abmacht, diese Grasblöcke da, die dürfen wir eigentlich nur mit der Schere abmachen. Setzen wir hier einfach ein paar Fackeln hin und dann ist gut, dann weiß ich, machen wir noch ein paar Ranken hin. Dann läuft man nicht auf die... Haben wir jetzt hier, ja. Dann laufen wir nicht auf Gefahr, hier ständig hier runterzufallen. Oh, das sieht ein bisschen so aus, als könnte und wollte man nicht. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Haben wir hier noch eine Schere? Die haben nur eine hergestellt, aber ist auch egal. Haben wir noch ein Äpfelchen bekommen? Woher das auch immer ist. Eichenbäume haben keine Blätter. Da müssen wir schon Apfel und Birnen und Pflaumenbäume haben, aber... Naja, das weiß der mal wohl noch nicht. So, ich glaube, dann können wir uns hier wieder zurückziehen. Dann gehen wir noch... Oh, ja, ich sollte mich nicht auf den Stein stellen, den ich abbaue. Wenn ich hier wieder in so einer Höhe, luftigen Höhe bin. Besorgen wir uns jetzt noch ein paar Ranken. Machen die noch dran und dann müssen wir erstmal ein paar Betten bauen im Bau. Und jetzt muss ich langsam mich wieder beruhigen. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, ich kann nichts dafür und... Aber... Gucken wir uns das gleich mal bei Nacht an, wie das dann mit den Fackeln aussieht. Warte, wir bauen uns gerade ein Schwert hier. Machen wir gerade hier ein bisschen Happy Happy und gleichzeitig noch ein bisschen... Haben wir denn jetzt die... Ach, da sind die Barren. Ich wollte schon gerade sagen, ne? Bitte mich nicht töten. 1, 2, 3. Hatte die das oder war das? Ja. 3 kann man machen. Können wir die nachher auch ein bisschen verzaubern, wenn wir lustig sind. Das statten wir uns auch noch mit dem Schwert aus, das wäre auch ganz nice. Dann sollten wir auch vielleicht noch mal was essen. So, jetzt geht's leicht ja, wo ist denn jetzt das Tor hier? Ja, ihr kommt bestimmt jetzt hier raus. Verdoppeln die sich hier? Irgendwie kommen die aus dem Boden geploppt oder wo habe ich die hergestellt? Die hier. Hm.
Ist immer gut, wenn man das schon mal im Voraus alles hat. Dann geht man nur hier rein. Macht sich hier keine Mühe, sondern Kühe. So, jetzt bauen wir erstmal ein paar Bücher und so. Vielleicht können wir dann schon mal ein Regal bauen. Vielleicht haben wir dann ein oder anderes, wo ist denn unser Papier hin? Haben wir das jetzt vergessen aufzusammeln oder was? Naja, so. Gucken wir, vielleicht haben wir das hier irgendwo liegen gelassen. Hier liegt nichts mehr. Ja, auch nicht. Da sind ja ein paar Mal geplatzt. Ich hätte einfach jetzt nicht alles weggesprengt. Naja. Dann machen wir halt. Holen wir. Ja. Stellen wir uns erstmal so eine Schere her und dann alles ganz in ruhigen. Ja, so sieht es doch schon mal ganz nice aus. Dann müssen wir nur ein paar Fackeln noch anbringen und so. Und dann. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Achso, so eine Schere, ne? So. Und für was wollten wir die Schere haben jetzt ungefähr? Achso, für diese, wie heißen die Dinger da? Ranken, ne? Genau. So, sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Also, kann man mal machen. Vielleicht noch ein paar Ranken, dann sieht es ein bisschen. Dann sieht es ein bisschen älter aus. Und die können wir direkt auch nochmal mit abernten und dann gucken wir, dass wir da draus Papier machen. Wo ist denn dieser scheiß Tor? Da ist es. Ne? So geht das ganz einfach. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir den ganzes Papier hier mit oder Zuckerrohr. Und dann hier Robber und dann Kicker. Jetzt hauen wir uns nochmal gerade eine Kartoffel rein. Oh, sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir müssen jetzt hin dafür. Ich glaube da oben hin. Da haben wir die meisten Ranken. Und da können wir uns auch mal Wie kommt der denn hier rein, Alter? Das muss mir jetzt einer erklären. Wie kommt denn. Wie kommen die hier rein? Haben die irgendwo ein Warp-Loch oder haben die sich hier reingevorstellt oder wie funktioniert das? Durch eine Ritze reingekommen oder. Na, zumindest hat er ja noch 5 Steinchen weggeschnitten. 4, 5 Steine weggemacht. Wie er hier reingeschafft hat. Ja. Ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Letztens haben wir ja auch ein paar Fackeln weggemacht. Weil das zu viel war. Und wir ein paar Ranken hier brauchen. Ich glaube, da oben haben wir noch ein paar dran, oder? Oder haben wir da keinen? Ich weiß es nicht. Hier scheint auch irgendwo ein Zombie rumzulaufen. Oder der hängt wieder an der Wand drin. Ja, hier war keine drin, aber hier gab's. Hier haben wir doch da unsere Grotte drin. Wo sich jetzt auch die Zombies verirren drin. Weil es ja da dunkel ist, spawnen die da drin. Ja. So, jetzt machen wir hier ab. Dann gucken wir uns mal hier um. Ja, hier sind schon ein bisschen ein paar Ranken gedingst. Die kommen hier irgendwo aus irgendeinem Loch kommen die raus. Aus, weiß ich.
Ist mir zwar rätselhaft, wie die das vollbringen, aber ich glaube, die spawnen einfach. Es gibt zwar so eine Spawner, ne? Hab ich mal gehört, aber. Die müssen ja auch ein bisschen damit auskommen. Deswegen. Die wachsen ja einfach wieder nach. Das ist ja gar kein Problem hier. Das muss die einfach mal mitnehmen. Ach ja, bis du hier vorne bei mir bist, bin ich schon dreimal aus dem Raum raus. Wenn du kommst, dann hau ich dich halt weg. Ganz einfach. Wie gesagt, dass ich hier wieder die Musik von Shuffle Knight. Falls die GEMA sich wieder anpinkelt, wie soll man hier Musik dabei haben? Erstens ist es angenehmer, wenn man hier das spielt. Und zweitens, nach einer gewissen Zeit ist es ja ein bisschen langweilig. Also nicht langweilig, ich meine jetzt, wenn man redet und redet. Dann, wow. Ja, wie soll ich das erklären? Das ist einfach. Das kann man sich so angucken, so eine Folge. Und dann ist auch schon wieder vorbei und man hat Spaß dabei, hat ein bisschen Musik dabei gehabt. Ja. Gucken wir mal, wie viele Ranken wir jetzt gerade haben, aber gehen es erstmal zum Anfang wieder. Und hüp. Und raus hier. Haben wir hier vielleicht noch was mal so abbauen können? Da ist schon wieder einer nachgewachsen. Haben wir denn jetzt 52? Naja, da müssen wir aber gerade mal so mit auskommen. Dann nehmen wir noch die restlichen, die wir da unten, die unten runtergefallen sind, wo wir an dem Balkon von der Villa da rumgewerkelt haben. Ja. Boah, sieht schon mal nicht schlecht aus. Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn nicht, könnt ihr ja ein paar Verbesserungsvorschläge machen. Jetzt aber nicht hier, reißt das ganze Ding nochmal ab und bla bla bla, sondern okay, ich verstehe ja Spaß, aber ne, manche ja nicht, aber manche meinen das ja auch ernst. Ach, wie auch immer. Ihr wisst ja, was ich meine ungefähr. Ihr könnt ja mal da ein paar Tipps da lassen, was man noch verbessern könnte oder ob das so alles in Ordnung ist. Dann läuft schon wieder ein Zombie rum an unserem Haus, aber das braucht uns ja nicht zu jucken. Der macht ja nichts kaputt, der läuft ja nur da rum und will uns dann angreifen und, ne? Hat Hunger, der Junge. Hallo, na? Ach, da ist noch einer. Hallo. 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 Vielleicht müssen wir unsere zwei Kühe mal füttern, dass sie wieder Bounty-Kowawa machen. Dass wir wieder ein paar Kühe haben. In der nächsten Folge stellen wir uns dann mal ein paar Bücher her. Ach, da sind ein paar Zombies. Dann gehen wir mal schnell ins Häuschen rein und machen hier mal zu. Dass wir hier aufhören, dass wir hier die Folge beenden können, ohne dass uns irgendwas hinterher steigt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bei der nächsten Folge, ja, dann bauen wir ein paar Betten. Was wollen wir noch machen? Keine Ahnung. Mir fällt bestimmt dann wieder ein, zum Ende der Folge. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Sleeper. Ciao.